Heute widmen wir uns dem Thema Espuma. Espuma ist eine geschäumte Flüssigkeit, lässt sich einsetzen für Dessertbereiche, Vorspeisen, alles. Wir haben uns dafür entschieden, jetzt einfach einen Gurken-Espuma zu machen. Geht genauso gut mit roter Rübe, Apfelsaft, irgendwas dergleichen. Dazu brauchen wir die Easy-Flasche, 500 ml frischen Gurkensaft, 100 Gramm Obers, 100 Gramm Kokosmilch, 2 Soda-Kapseln, 120 Gramm griechisches Joghurt, 5 Blatt Gelatine und ein Gefäß zum Aufkochen des Obers. Als erstes brauchen wir dafür die Gelatine, die sollte eingeweicht werden, ein Gefäß mit Eiswasser, die 5 Blatt Gelatine mit trockenen Händen einzeln auszählen und dann in dem kalten Wasser einweichen. Aufpassen, dass bis im Wasser wirklich verschwunden ist, nicht aneinander klebt. Als nächstes nehme ich meine Obers, fülle es in die Sauteuse, koche das Ganze auf. Jetzt habe ich das aufgekocht, in meine eingeweichte Gelatine. Drücke sie gut aus, dass das ganze Wasser weggeht. Und rühre es in das Obers ein. Durch die kalte Gelatine senkt sich auch gleich die Temperatur. Alles, was kalt ist, sollte nicht über 80 Grad, Faustregel, zusammengerührt werden. Dann am besten schon unterrühren. Das Obers-Gelatine-Gemisch dazugeben. Und so nach und nach die ganzen Flüssigkeiten einrühren. Griechisches Joghurt, am liebsten immer den 10-prozentigen. Fett ist immer ein Geschmacksträger, hilft natürlich alles auch Vinaigrettes und dergleichen eine gute Tragfähigkeit zu geben. Wenn alles gut verbunden ist, in die Easy-Flasche füllen, gut verschließen, zwei Patronen draufdrehen. Beim Draufdrehen bitte immer Kopf über, dass das Gas direkt nach oben steigen kann. Das Ganze dann circa 3 bis 4 Stunden kalt stellen, damit die Gelatine richtig anziehen kann und vor Gebrauch ordentlich aufschütteln. Mindestens 30 Sekunden, dann schlägt sich das Obers mit dem Gurkensaft zusammen richtig auf, es wird fluffig und weich. Und dann kann ich das Ganze ganz bequem, wo immer ich möchte, einspritzen.